Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Letztes Mal haben wir Lambert vor einer Dummheit bewahrt, so sehe ich das zumindest, denn wir haben einen nicht ganz unschuldigen, aber einen reumütigen Mann verschont. Wie er das jetzt sieht, habt ihr vielleicht mitgekriegt letztes Mal, aber ja, wir zocken ihn noch ein bisschen ab in Gwind. Und ob, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du plärren wie ein Säugling. Ich will nämlich nur so eine besondere Karte haben. Nee, ich spiele natürlich mein übermächtiges nördliche Königreiche Deck. Bei dem ich fast gar nicht verlieren kann, aber das ist ja auch egal, ne? So, jetzt haben wir deinen Rittersporn, haben wir... Oh nein, ich will auf jeden... Nein. Das ist nicht das, was ich will. Paul, ich habe keinen Spion, das ist ja fantastisch. Mhm. AK-Verteidiger. Spielen wir mal Vernon, komm. Zack, zack, zack. Lieben Roche. Oh, du holst deine Freunde dazu, ja? Wow. Hast ja viele Freunde. Kumpel. Oh, Triss. Na wunderbar, ja, Triss. Dann habe ich nämlich die liebe Dingenskirchen. Ja, ne, die. Oh, komm, bitte noch lauter Fünfer. Ach, Mann. Poff. Alle drei futsch. Ha, ha, ha. Ja, ja, Ciri. Ist ja lustig. Ich wollte gerade sagen, ich wette jetzt mit euch, ihr passt. Oh, was spiele ich denn? Was spiele ich denn? Rittersporn. Nee, Rittersporn will ich eigentlich nicht spielen. Warte mal, ich könnte den Drachenjäger. Nee, komm. Passen. Musste ich. Zack. Oh, Hafka-Heiler. Ernsthaft? Naja. Hä? Was soll das bringen? Ich glaube, ich hole mal Rittersport. Nee, das bringt auch nicht viel, oder? Na, ich habe nicht mehr viele Karten. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Oha. Oha. Du bist eine Ratte, ganz ehrlich. Oh. Er holt sich den Heiler zurück. Aber ist halt auch so. Na? Ich glaube nicht, dass du damit noch viel erreichen kannst. Oh, weißt du was? Weißt du, was voll gut ist? Poff. Hahaha. Naja, das macht jetzt auch nicht mehr viel aus. Ich kann nämlich nur das hier spielen. Trr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 r
Nach Kaer Morhen. Bin ich jetzt sehr doof. Ich kann gar nicht nach Kaer Morhen, seht ihr mal. Da führt noch kein Punkt hin. Keine Wegmarkierung nach Kaer Morhen. Immer noch nicht, finde ich sehr schade. Obwohl wir da Schiffe haben. Boote besser gesagt. Es gibt ja nicht wirklich Schiffe in der Welt hier. Zumindest keine, die ich fahren kann. Na gut. Wir machen mal einen Hexerauftrag, oder? Den nächsten. Und zwar das Bienenphantom. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Wo war denn die Brücke? Da oben, ne? Am Turm. Da oben muss irgendwo eine Brücke sein. Und somit auch ein Wegweiser, der mich weiterbringt. Ach, guck mal, da ist ja die Passiflora. Und da ist der Wegweiser. Ups. Genau da wollte ich hin. Das Bienenphantom, wie sich das schon anhört, ne? Ach, die Imkerei sogar. Na dann. Na dann, dann passt es ja. Da wollte ich ja hier hin. Immer wieder Regen. Aha, aus Gellige war es so schön. Da hat so gut wie nie geregnet. Wenn dann mal geschneit. Willkommen in Hodenstab, Reisender. Du bist so zwielichtig wie ein Rübenkeller. Ja, ja. Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ach, tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein, er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, Raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter, was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Die laufen so komisch, die Halblinge. Patsch, 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 patsch. Mit riesigen Füßen. Geht das noch langsamer? Kinder. Ah, ich hört mal. Ja, die warten jetzt halt mal 12 Stunden auf mich da vorne. Das meine ich, das ist so lustig, wenn man hier die Zeit vorspult. Das ist sehr lustig. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Klar hat's das. Wie immer. Das tun sie immer. Aha. Na? Blut. Trocken und schwarz. Also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Das Bienenphantom möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Es ist ganz schön schwer. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Irgendwo auf der anderen Seite, also, na toll. Oh, wieder mehr Ertrunkene. Ich hasse die Viecher ja, ne? So, Shapur, wo ist die Shapur?
Hier ist keine Spur. Ach, wie süß. Level 4 Ertrunkene. Ernsthaft? Oh. Gibt's also auch welche auf meinem Level, ja? Na komm, Kleiner. Arm ab. So. Wo geht die Spur weiter? Ich glaube nicht, dass sie hier weitergeht. Ah, da haben wir es doch. Kein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Au. Mistviecher. Na komm. Und weg. Stinkende Viecher. Ich die überhaupt nicht ab kann, die Ertrunkenen. Die sind echt überall. Das ist wie eine richtige Landplage. Okay, wo gehen die? Ach, da. Da. So, du Bienenphantom, du bist bestimmt... Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Aha. Guck mal, überall Alkohol. Alkohest. Überall diese eingestürzten Häuser. Dass die keiner wieder aufbaut? Ich meine, die Grundmauern stehen ja immerhin noch. Verschlossen. Komm, ein bisschen Art. Ich hab den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Na? Bienenphantom. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten. Plötze, hol dich ein. Nein. Oh, nee. Na, komm schon. Du blöder Hund. Oh. Nein. Was ist denn jetzt? Lauf mal Plätze, komm. Aufs Pferdchen. Warum geht die Zeitlupe eigentlich nicht an? Der soll nicht solche Haken schlagen, du blödes Teil. Lauf mal ein bisschen langsamer jetzt. Weißt du, ich treffe ihn nicht. Komm schon. Das Bienenphantom. Jetzt könnt ihr erst gegen ihn kämpfen, oder was? Komm. Au. Der hält aber da viel aus wieder. Oha. Na, Feuer magst du nicht, so habe ich gehört, ne? Komm. Zack, zack.
Mistvieh. Dafür gibt's eine Trophäe. Ja. Ich dachte jetzt eigentlich, die habe ich schon zu Massen abgeschnetzelt, die Hunde. Na gut, so große Massen jetzt nicht, aber... Was macht denn der? Chance auf Bonuskräuter? Hey, das... Das lasse ich mal, das ist was Neues. Eine neue Sonderfertigkeit. Heftig, da ist einfach mal ein Hund drin. Hund der wilden Jagd. Was hat der mit dem Honig gemacht? Ich dachte, die müssen gar nichts fressen, weil sie alle untot sind. Ja, Vorsicht. Ach, guck mal, das ist die Hühnerfrau. Hey, sind die Kinder jetzt da? Warte mal, ich guck mir das mal an. Ich will jetzt mal wissen, ob der die Kinder echt aufgenommen hat und gut versorgt. Da, das gefleckte Huhn da. Ja, die hat sie aufgenommen. Ach, das ist ja nett. Ja, Kind. Kann es. Hast du dir am Kopf wehgetan? Ausländer. Nee. Kleine Rassistenkinder, oder was? Ich glaube, es hackt. Nee, ich find's aber super, dass sie sich um die kümmert. Oh. Nein! Was mache ich denn? Ach, du Elend. Ich hab mich verdrückt. Guten Tag, nicht erschrecken. Hast du das Phantom vertrieben? Ja, ich kann mir mal Eisenerz bei dir und dann rede ich mit dir. Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer. Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Danke. Was gibt's? Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. 249 Kronen. Naja gut, das nehmen wir doch mit. Haben wir noch einen nächsten Auftrag an unserem Level? Oh, seltsame Bestie. Skellige. Nee, dann... Türen werden zugeschlagen. Sprich mit Kurt Dürsat. Novigrad. Arbeit, mehr Arbeit. Arbeit. Den ganzen Tag nur Arbeit. Ach ja... Wenn man schon mal Gutes tut, dann kann man auch gleich weitermachen, ne? Und nächstes Mal machen wir dann, glaube ich, die Hauptquest. Mal gucken. Schon die neuen Schankmädel. Trinken wir. Es wird schon ab. Wie das alle in der Kneipe sind, ne? Oftmals findet man Auftraggeber in der Kneipe, aber ich meine, warum auch nicht? Das ist gesellig und da gibt es viele Menschen. Kurt Düssert. Ja. Graf Kurt Dysart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister. Ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Na gut. Türen werden zugeschlagen. Wahrscheinlich hört sich jetzt mal so nach Poltergeist an, aber... Es ist auf jeden Fall ein Geist. Schätze ich. Hört sich doch sehr danach an. Nein. Ja, bei den Titten einer Mittagserscheinung. Die tanzende Windmühle. Gehen wir dahin. Ja, es kommt bald auch der erste DLC, glaube ich. Im Herbst jetzt. Na, bis dahin werde ich es wahrscheinlich noch lange nicht durchhaben, aber ich werde natürlich den DLC vorziehen.
Das Schöne ist ja, habe ich jetzt auch wieder gehört, man kann es wohl durchspielen und nach der Hauptstory geht's weiter. Aber man kann auch ein New Game Plus anfangen. Das werde ich... Oh Gott, ich wollte eigentlich den zweiten Teil zuvor nochmal durchspielen auf der Seite von Vernon Roche. Aber ich weiß nicht, Leute. Mir fehlt einfach die Zeit. Da müsste ich aufhören mit Let's Plays. Da müsste ich... Na gut. Das hört sich jetzt doof an, weil das ist ja meine Arbeit. Und dann müsste ich mir eine normale Arbeit suchen. Das ist also das Spukhaus. Aber... Oh, ich höre es schon. Nee, mal gucken. Ich werde es vielleicht irgendwann... Aber ich wurde auch schon gefragt, ob ich den ersten Teil irgendwann mal Let's Playen mag. Ja, warum nicht? Ich hätte Bock drauf. Problem ist halt nur, das wird auch so ein endloser... Was zur Hölle? Das ganze Gebäude wackelt. Aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Das ist irgendwas da unten. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Mhm. Ich hab's da unten gesehen. Das ist irgendein riesiges Monster, was das Fundament zum Erschüttern bringt, oder? Sphärenkonjunktur kennen wir schon. Mhm. Salz, vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Ja, über die Schwellen und auf die Fensterbänke, dann können die wohl angeblich nicht durch. Diese Geister, aber das ist ja natürlich sehr weit hergebracht. Oh Gott. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Nein, Geralt, nein. Machst du nicht. So. Können die das nicht irgendwie in ein Verhältnis packen, dass ich da nicht so oft plündern muss? Das wäre super, ne? Die Wand kommt mir recht dünn vor. Oha. Hier war lange keiner mehr. Lieber springen, sicher ist sicher. Oh Gott. Oh, sieht wie ein Tagebuch aus. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, das ist irgendein Konstrukt. Amaverik von Soranos Tagebuch. Ich könnte wetten, das hat was zu bedeuten. Tagebuch aus dem Moldava-Anwesen. Oder Moldawie. So ein hübsches Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir es so günstig erstehen konnten. Valeria war ja immer geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagt, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen sei. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön werden, ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Valerias Mutter hat uns besucht. Morgen bestreichen wir die Wände grün. Valeria hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich mehrfach geweckt, aber ich vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valeria hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagen, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch im Haus umgeht. Die Leute glauben ja den abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie nochmal streichen könnte, aber das fand sie wohl nicht komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte, letzte Nacht etwas gehört zu haben, wie ein ersticktes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Ja, das hat er auch gedacht. So, warte mal. Ich werde mir schon mal Konstruktöl, weil wir wissen ja alle, dass diese Dinger oft zum Schutz bei Magiern abgestellt wurden. Und ich glaube, die Meritium war ganz gut, oder? Ja. Mal gucken. Lies das Tagebuch. Habe ich doch. Ein Ast. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Ich hab doch das Tagebuch gelesen. Was ist das denn? Eine Bullenfigur? Okay. Geleitbrief. Achso. Amaverik von Soranos Tagebuch. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich, ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fesseln der Dienerschaft zu erreichen.
Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchung widerstehen, die Kreatur zu entfesseln, da hieraus nur Unbill entstehen wird, ja sogar heulen und Zähne klappern. Ebenso ist es hier nutzlos, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur dadurch dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessene magische Barriere zu erschaffen, deren Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist von größter Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen. Aber keine Sorge, weder Axt noch Klinge können ihm etwas anhaben. Solch eine geschützte Barriere soll als des Dieners Gefängnis dienen, ohne seine Macht jedoch ungebührlich einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzügliche Fertigkeiten vonnöten, die durch oberflächliches Studium und gelegentliche Praxis nicht zu erwerben sind. Die Stümper und Tunichte unserer Professionen brauchen sich gar nicht zu bewerben. Gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zur Veröffentlichung vorbereiten lassen. Möchte wissen, wo der Tölpel steckt. Habe ihn doch schon vor Urzeiten um Käse und Tinte geschickt. Naja. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Na gut, da runter vielleicht. Ins Wasser. Na, dann sehen wir mal nach. Ach, da sehe ich doch schon einen Hebel. Finde den Genius. And hep. Ich finde es auch übrigens lustig, dass ich immer wieder... dass ich immer wieder auf die Katzenschule angesprochen werde. Oh, habe ich es aufgemacht? Ich sehe es gar nicht. Es ist so dunkel. Gehe ich jetzt da wieder rauf. Und ausgerechnet, dann habe ich auch noch die Katzenrüstung an. Das ist sehr ulkig. Ich meine nicht, dass ich das beabsichtige, dass man mich für die Katzen, für einen der Katzenschule hält, aber... Oha. Er stampft halt die ganze Zeit auf jetzt, oder? Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Lass mich raten. Ich muss die Decke zum Einsturz bringen, oder? Okay, das mache ich mit Art. Wow. Alles klar. Thea Sahne. So, die Marizium. Das hier ist das Ende. Das ist während des Kampfes. Willst du mich verarschen? Ach so, ich darf das nicht wegen dem Meritium, ja? Autsch! Ja, das ist wegen der Meritium-Bombe. Krass. Das ist mir also auch ein Nachteil. Autsch! Viel machen, ne? Ups. Türen werden zugeschlagen. Jetzt dafür auch eine Genius-Trophäe und Henkerskapuze. Ja, das hätte ich jetzt auch gern gesehen, wie Geralt da was runterschneidet von diesem Teil. Warte mal. Wir lassen auf jeden Fall die der wilden Jagd. Und was haben wir hier? 10% Stoss auf Verstümmeln. Ja, komm, nehmen wir die halt wieder. Henkerskapuze. Kritischer Trefferbonus und Rüstungsdurchbohrung. Naja. Und, hep. Ja, du kannst natürlich auch einen Körper reinmachen, Geralt. Das ist okay, wenn auch nicht ganz angemessen. Na super, dann hat er trotzdem noch ein Schnäppchen gemacht. Und wo sind die Wände bitte grün? Ich sehe da keine grünen Wände. Das hatten wir schon geplündert, ne? Ja. Von wegen grüne Wände. Ich sehe echt hier keine grünen Wände. Habt euch so ausgedacht, Leute. So, wir gehen nach Süden, denn da war das nächste Wegkreuz. Es ist ein bisschen knapp von der Zeit, aber ich werde noch ganz kurz zurückgehen und die Quest abgeben. Oh ne, warte mal. Das Anwesen hatte ja auch einen Wegpunkt. Ganz vergessen.
Naja, auch mal interessant. Diese Erdgenien. Das sind harte Gegner, finde ich ja persönlich. Die haben viel, viel, viel mehr Rüstung oder halt viel mehr aus als der gewöhnliche Gegner. Vor allem dieses Blocken finde ich auch noch ein bisschen krass. Da kann man nicht durch. Und ich glaube, mit Axi konnte man die betäuben oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Ihr habt das mal geschrieben. Aber ich finde Demeritium auch ganz praktisch. Zumindest stand das, glaube ich, in meinem Glossar, dass die gegen Demeritium recht anfällig sind. Habe ich irgendwie noch in Erinnerung gehabt. Naja. Was für ein Stockfisch? Ja? Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lord. Bitte. Und leb wohl. Cool, danke. Na, dürfte sogar richtige Erfahrungspunkte geben. Ja, Level up. Level up. Hey. Endlich mal wieder. Hey, Level 24. Das dauert jedes Mal ein bisschen länger, weil ich halt die ganzen alten Quests jetzt aufrolle. Und? Wie viel Geld? Ich will das Geld jetzt sehen. Gib mir Geld, 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 Geld. 200 Kronen. Naja, nicht besonders viel, aber gut. Auftrag ist Auftrag. Leute, ich danke fürs Zusehen. Lasst mir Liebe da und schaltet wieder ein zu The Witcher 3 Wild Hunt.